Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alexa. Ich habe versucht, ein bisschen Brennstoff und so zu kaufen. Ich habe aber derweil keinen Händler gefunden, der das verkaufen tut. Beziehungsweise, ja. Habe ich auch nicht ganz genau mich umgeschaut. Egal, ich fürchte, den Kerl da. Puh. Ich hoffe, ich kann den trotzdem irgendwie besiegen. Wird wahrscheinlich schwer, aber wir probieren es halt. So. Unhold, genau, zu kloppen. Nein, hinter mir. So. Vor allem, ich hoffe, dass sie die beiden Rotmolche da besiegen kann. Damit ich nicht mehr zu kloppen kommen kann. Ich weiß, wir haben zu wenig Munition. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir einen Down kriegen. Ja, ja. Außer ich baller daneben. Das auch schon mal passieren kann. So. Jetzt wäre es fein. Eine andere Waffe zu wählen. Okay, ich muss da mal weg. Das war jetzt nicht sehr gescheit. Okay, getroffen habe ich was. Ich stecke fest. Ich wollte eigentlich aufs Dach rauf, natürlich klappt es nicht, weil es auch nebenbei noch laden tut. Ich wollte mir eigentlich eine bessere Waffe holen. Kann ich mit dem umgehen? Na, die nehme ich. Na, lauf nicht weg, Viech. Na, würdest du bitte. Mann, ey. Wieso muss das immer so unendlich mühselig sein? Mann. Achtung! Ich hoffe, ich kriege einen Daumen. Mann, ey. Alter, ich treffe gar nichts. Das dauert halt 20 Jahre. Ein Nahkampf brauche ich gar nicht gehen. Da verrecke ich nämlich nur. Ich hoffe, ich kriege ihn damit irgendwann mal down. Alter. Hinter mir, alles voller Viecher, alles voller Viecher, alles voller Viecher. Terrorvogel, warum jetzt ein Terrorvogel? Alter, was für ein Kampf, ne? Bitte verrecke. Ich steck fest. Alter, runter mit dem Zeug. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Da hinten. Bleib hinter mir. Alter. Passt, dann hätten wir erledigt. Wo ist dieses Scheißviech? Dieser Terrorvogel, ich hoffe, der ist auch verreckt. Passt, dann hätten wir. Leicht umständlich. Aber es hat geklappt.
Wo ist jetzt dieses Vogelfiech? Dieses Dämliche. Da drüben. Okay, wir speichern. Zyklop ist erledigt, Gott sei Dank. So, fertig. Hätte ich ja gar nicht brauchen shoppen gehen, ne? Ein Teleporter! Wuhu! Schnell, schnell, schnell. Sehr gut. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Was? So, bei dem Gebäude meinst du? Ja, ja. Dass man hier geheime Sachen machen kann. Da war irgendwo so ein Terrorvogel. Der ist erledigt. Da hinten sind noch ein paar Viecher. Hm? Ja, ja. Noch ein Rotmolch. Alter, Saufiech. Noch ein Rotmolch. Noch ein Wühler. Sehr gut. So, den haben wir auch erledigt. Ich glaube, dabei haben wir Ruhe. So. Und so. Boah, sehr gut. Und nochmal speichern. So. Ja. Sehr gut. Dann schauen wir weiter. Ah, es wäre unter uns irgendwo. Okay. Werden wir schon anfinden. Gut. Vor allem müssen wir sowieso hier die Gegend ein bisschen erkunden. Da gibt es nämlich sicher wieder Items, die wir brauchen können. Zum Beispiel hier. Da. Vor allem Gegenstände, die wir verkaufen können. Können und müssen. Da haben wir auch noch was. Na, Viech. Und weg damit. Was ist hin? Und das hin. Sehr gut. Ach ja, na, warte, das war falsch, ne? Wir hatten nur ein vorübergehendes Stufe aufgestiegen, glaube ich, ne? Lass mich mal kurz glubschen. Wegen Kallax und so. Ja, da fehlt noch was. Da fehlt noch was. So. Achso, klettern. Einmal Metallschrott. Hier oben haben wir nichts. Da hinten haben wir noch was. Das war's mal hier. Da drüben ist, glaube ich, eine Heilpflanze. Jawohl. So. Dann schauen wir uns weiter um, ne? Uiuiui, ein Terrorvogel. Der ist erledigt. Nicht gut. Gar nicht gut. Ah, geht schon. Ist nur eine Fleischwunde. Magnesiumfackel. Ich glaube, ich mache Licht. So. Irgendwas knurrt da schon wieder. Metallschrott. Ah, ich glaube, hier geht's runter. Da ist noch zu früh. Heiltrank. Da muss ich hier ja gut umschauen, ne? Da kann ja überall was liegen. Kann überall was liegen, was wir brauchen könnten. Ein Hammer. Man tut es hier speichern. Metallschrott. Ah! Das wollte ich gerade nicht. Da!
Hier haben wir was. Ein Terrorfug. Der ist erledigt. Sehr gut. Au! Voll in den Rücken rein. So, der ist auch hin. Entschuldige. So. Ich glaube, da kommt noch mehr. Es geht los. Ich trinke da mal lieber was. Ja, ja. Es war klar, dass da noch mehr Viecher kommen. Wow. So, der ist hoffentlich bald erledigt. Passt, ist auch fertig. Aha, da knurrt noch mehr. Ein, noch ein Rottenbrüch. Okay. Oi, 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 und ein Hühner. Boah, Alter, was das Viecher sind, ne? Passt, auch erledigt. Da ist noch mehr. Ein Rottenbrüch wieder. Puh. Hier war, glaube ich, noch was zu looten. Oder nichts mehr? Nichts mehr, okay. Okay. Ich glaube, ich trinke wieder was. Alter Schwede. Ich brauche Licht. Bedrohliche Musik, ne? Alter, niesen müsste ich auch. Moment. Alter Schwede. Ah, ein Flugblatt. So. Na? Irgendwo wäre noch so ein Viech. Hier, da ist nichts. Wahrscheinlich wird es mich gleich anspringen. Das könnte aber auch da unten sein, ne? Tatsächlich. Da unten rennt irgendwas. Ich würde sagen... Zack. Erledigt. So. Ist da unten noch mehr? Was haben wir da? Unbrauchbare Verbandstasche. Halt, Viech. So. Erledigt. So. Metallschrott. Ich glaube, ich speichere mal kurz. So. So und so. Na boom. Er war schon mal da. Merke ich nichts davon. Oh, gruselig. Ja, gruselig kann es laut sein. Vor allem bin ich mir jetzt unschlüssig, wo wir hin sollten. Da haben wir noch einen Heiltrank, meine Nase läuft. Durchs Niesen. Naja. Wie schön. Was haben wir da? Irgendwas schlecht aufgelegtes. Irgendwas sehr schlecht aufgelegtes. Ich weiß, ich bin jetzt wieder rauf. Forschung? Ah. Ich verstehe den Sinn nicht. Erst die Welt unbewohnbar machen und dann verschwinden? Mal sehen, was sie noch im unteren Teil des Komplexes verstecken.
Aha. Aha, das mit dem... Was? Die haben da was geplant gehabt, was Fieses, Gemeines. Die Ausrottung der Menschheit, oder wie? Und dann quasi wie ein Reset sozusagen, ne? Die Menschheit dann neu aufbauen mit einer wahrscheinlich eigenen Vorstellung von Ordnung. Lalalala. So viele Regale und dann ist da oft nichts. Stasis Dualhammer 1. Wow. Kann der was? Ich meine, können wir den verwenden? Wir dann zwei Hände wahrscheinlich, ne? Da. Oh, jo, er ist halt schwächer. Schadentyp Stasis. Aha. Na, da können wir eigentlich bei unserer Zahnaxt bleiben. Die ist stärker. Aha, die Magnesiumfackel ist aus. Dann nehmen wir doch eine neue. Wir haben ja eh so viele gefunden. So. Hat sich ausgezahlt, da wieder rumzuschnüffeln. Ich sollte aber trotzdem speichern. Da hinten wollte ich noch schnell schauen. Da ist eh nichts. Speichern sollte ich trotzdem mal ganz flotti. So, speichern. So, und so. Der Hammer ist ja gar nicht schlecht, was wir haben. Hammer, ne? Ich meine, das, was schwächer ist als unsere Waffen, könnte ich langsam mal verscherben und anfangen. Die sind zum Teil sogar was wert. Und ich hätte schon gern langsam jetzt mal die Erzberserker-Rüstung. Also ganz ehrlich, das hört sich wirklich aus und dann da geht es weiter rauf. Achso, da sind wir schon fertig. Okay. Jetzt ist die Frage, ob dieser Lärm von draußen kommen tut oder ob wir einen Freund weiter unten finden. Das hört sich richtig ungut an. Metallschrott, Heiltränkchen. Geheimmittel. Der Doc hat mich aus seinen Laboren verbannt und das kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Sobald diese Phase vorbei ist, wird er hoffentlich selbst Bericht erstatten können. Außerdem bitte ich jetzt bereits in seinem Namen um einen genauen Statusbericht der anderen Forschungsstation. Ich glaube, wir haben das Ziel erreicht, wo wir hin wollten, aber das Grummeln ist ungut. Das Grummeln ist sogar sehr ungut. Das Grummeln gefällt mir gar nicht. Da gibt es auch haufenweise kleine Heiltränke. Ein Schalter, oh. War das richtig? Was haben wir getan? Aha. Okay, ich glaube, das war richtig. Das war, glaube ich, richtig. Ja, Schlösser knacken. Ich versuche einfach mal mein Glück. Nein, das war verkehrt. Aha. Viermal und der Rest. Das war wohl nichts. Oh Mann, war zu einfach, ne? Achso, zuerst die vier und dann die vier. Ja, warum nicht gleich so? Zu einfach. Ja, das kannst du aber laut sagen. Schnaps, Metallschrott, Zigarettenschlachtel. Zigarettenschlachtel, ja, das heißt so. Und Elixit. Zigarettenschachtel. So, Herrschaftszeiten. Elektroschrott. Wir brauchen eine Fackel, die irgendwo brennt, glaube ich, noch. Da. So. Oh weh, da ist noch eine Kiste, das gefällt mir. Ob die auch so einfach geht? Nein. Vier. Okay, ich denke mal die vier. Nein. Die
Aha, zwei von denen. Dann die vier und die vier. Jawohl, so schaut es einfach aus. Mhm. Fast. Amulett des Schutzes. Maximale Gesundheit erhöht. Dafür verlieren wir Rüstung. Mäh. Heilpflanze, Elektroschrott. Warum ist das zweimal getrennt? Wo ist der Unterschied zwischen dem und dem? Egal. Metallschrott, Klebeband, Elixit und Strahlungspatronen. Die nehmen wir alle gerne mit. Husch. Und schon wieder das Fenster. So, die nächste Fackel. So, was haben wir hier? Elektroschrott. Ein Spind. Suppe, nehmen wir auch mit. Dann Metallschrott. Halt. Ich brauche mein Licht. Ich brauche mein Licht. Gib mir mein Licht zurück. Voilà. Danke. So. Ah, dann geht sie quasi einfach nur einmal im Kreis herum. Da rüben geht es noch weiter. Halt. Elektroschrott. Metallschrott. Metallschrott. Und dann geht es hier bergab. Das ist ungut. Wir müssen das speichern. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir wären gleich über den Haufen gerannt. Ja. Dann gucken wir uns hier ein bisschen um. Da haben wir hier Metallschrott. Ja, da hüpft er gleich vor Freude. So, dann ein Heiltrank. Kling. Dann. Gefährliche Gegend. Ja, das kannst laut sagen, Medi. Das kannst laut sagen. Eine Brause. Und große Elixitbeutel. Dann. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Elektroschrott. Und ein Viech irgendwo. In der Wand. Oben, unten, links, rechts. Wo bist du? Ich höre ein Knurren und das war's dann auch, ne? Das ist ungut. Die Viecher immer nur knurren zu hören, ist ungut. Ich will ihn zusammenschlagen, habe ich meine Ruhe. Ja, Öllampe. Es gibt echt viele Öllampen. Vor allem, man weiß ja nie, ist der jetzt oben, ist er unten, ist er links, ist er rechts, wo ist das Viech? Man merkt, es ist hinter der Wand. Ich versuch's mal hier rauf. Achso, da sind wir nur hier. Achso. Ja dann, vergesst, was ich gesagt habe. Dann können wir eigentlich schon versuchen, hier runter, ne? Boah, ich will gar nicht wissen, was es da für Ungeziefer unten gibt. Einmal eine Ehrenrunde. Ja, ja. War ja so klar, ne? Aha, jetzt ist wieder ruhig. Interessant. Halt, Viech. Viech. Der ist erledigt. Da haben wir auch was. Anleitung zu mächtiger Heiltrank. Haben wir da? Nix. Achso, hoppala, falsche Richtung. Habe ich gewusst. War nur ein Test für euch. Ja. Warum geht die Fackel aus? Klumpert. Wow. Au. Du Dreck. Das dreckige Drecksviech. Au. Kehrt sie das? Na, Saufiech. Ich schleiche mich gerade. Entschuldigung. So.
Ja, wie immer bin ich angeschlagen. Ich sollte nochmal eine Suppe essen und dann werden wir den Part beenden. Ja, so schön langsam kommen wir vorwärts. Wo haben wir denn viel Schnaps? Ja, den brauche ich jetzt eh. Eine Brause trinke ich auch gleich. Ein Bier sauf ich auch. Wasser. Wow, wir haben viel Wasser. Ja, Asselfleisch. Schimmliges Brot. Starker Schnaps. Den Questgeber für den starken Schnaps haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Den Asselfleischsteller könnten wir eventuell als kleines Häppchen hier eventuell platzieren. Mana-Trank, Elix-Trank, kleiner Heiltrank, mehr Mana-Trank. Nee. Ja, okay. Dann, ja. Belassen wir es halt so. Na gut. Da drüben lauert was. Ich würde sagen, wir beenden den Part und schauen uns im nächsten Part weiter hier um und versuchen unser Metallstück, also unser Item zu finden, damit wir unseren Gleiter wieder hinkriegen. Ich glaube, das ist dann schon da vorne. Schaut danach aus. Wir werden es schon schaffen, irgendwie. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!